Alles klar, Leute, und willkommen zurück zu Kirby Triple Deluxe. In letzter Zeit haben wir Welt 5 so wie abgeschlossen. Fällt nur noch die Plus-Welt sowie den Boss. Jetzt nur mal die Plus-Welt anschauen, Level 7. Oh nein, nicht mit Neigen. Bitte nicht Neigen. Ja, oh, ist wieder so ein Spaß hier, okay. Ah! Da, da, da. Nein, du sperrst mich hier nicht. Okay, die kann ich kaputt machen, das wollte ich nur wissen. Was? Die kann ich kaputt machen? Was? Wow. Nicht nett hier. Aha. Schade. Das ist schon der erste Sonnenstein. Aber es gibt jetzt natürlich eine 2, ne? So. Schauen wir mal. Aha, ein Glücksanhänger. Wie ist immer Glücksanhänger? Glücksbringer. Mann, ich lern's nicht, ne? Ich werde ihn in eine Folge Glücksanhänger nennen und au, das wird weh. Ich habe gerade ein Piepsen, Junge. Alter! Komm schon. Das ist wohl witzig hier. Danke. Voll aufgespießten Fisch. Ich kann was futtern. Na, noch nicht. Na doch. Nee, hier ist auch nichts. Suche nach einem Geheimgang. Ich denke, hier ist nichts. Oder? Ist hier hinten noch was? Nö. Jetzt auf dem Vordach. Oh. Oh, nee, das ist nichts. Schade. Okay. Wow! Halt mal. Auf dem Spieß. Halt mal am Spieß gibt's heute zum Abendessen. Verdammt. Noch keinen Anhänger gefunden. Ah. Okay. Ah, ich verstehe. Oh Gott. Das kann sich der Zen... als nervig herausstellen. Okay. Vielleicht sollte ich hier... Ich kann doch nicht gar nicht vorlaufen, ne? Verdammt. Schneller, mach doch mal hin hier, Mann! Ich hab keine Zeit zu verlieren. Genau, ja. Gott. Danke fürs Aufnehmen, kleiner goldener Waddle Dee, für ein nicht wirklich wichtiges Item. Okay, nächster Teil. Let's go. Okay. Mach hin. Gott, dieser Zeitdruck. Nein!
Schaum, bring mich um. Gibt's nicht wieder, wieso gibt's keinen Suizidknopf? Mann! Ich krieg's raspen, ey. Komm, kill mich endlich mal, Feuer. Mein Gott, du bist Lava. Ja, ich bist du instant kill. Hier bist du nichts. Schäm dich. Und ich kann jetzt der goldene Waddle Doo nicht voll am Arsch vorbeigehen. Tut er ja eigentlich auch. So. Gib Gummi, Kirby. Gib Gummi. Like you never gave Gummi today. What? This makes totally no sense. Why the fuck speak I English? Moment. Rot. Jetzt kommt wieder der Spaß. Gut. Gut. Danke. Werd nicht mehr geboren. Ich denke, ich bin geboren. Doch, Level Up. Level Up. Ja, ein Leben bekommen. Natürlich brauche ich Bogi. Achso. Nein, nein. Ja, pff. Warum das hier? Ja, ich hasse es. Natürlich. Na, einmal noch. Ah, komm. Na. Geht kaputt, danke. Oh Gott, nein! Es geht noch weiter, oder? Oh, jetzt hat kein Ende genommen. Na. Jo, ja. Kommt wir jetzt in Sonnenstein? Danke. Danke. Nummer 1, weil die Nummer 2 wirken wir für einen kleinen Miniboss. Das ist ja für die Pluswelten, ne? Standard geworden. Ja. Gut. Gut. Oh nein. Nicht der Müll schon wieder. Oh, ich. Schlüssel. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Das könnte sich als dezent nervig herausstellen. So dezent, ne? Na, noch einer. Gott. Zeitdruck. Lass mich mal Zeitdruck. Geh weg. Ja, was für das wert? Ja, was mir. Es kann nur noch schneller werden, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 fall runter, fall runter. Danke. Oh Gott. Wow. Moment. War da oben was? Ne, da oben war nichts. Gut. Ist fake. Ist nicht fake. Noch nicht fähig. Hier ist nichts fähig. Eine Melone. Hallo Ninja. Janin. Ist der Name, ne? Wenn wir sie mit Namen ansprechen, weil es höflich ist. Bevor man sie tötet. Was? Warum?
Im Sand, Kirby. Lass mich raten, ich muss es hier durchschweben, ne? Nee, nicht unbedingt. Ja, natürlich, ich war natürlich nicht mehr unverwundbar. Ach, leck mich, ey. Ganz im Ernst. Eisch. Okay. Ach, gebt mir den Miniboss. Ich will den Miniboss haben. Teleporter. Waddly helper. Ich glaube, das ist sofort. Nicht gerade, es sind beides nicht gerade tolle Fähigkeiten für den Bosskampf, aber ich denke mal, reicht es vielleicht besser. Da! Don't wirbel. Da, noch zweimal. What? Are you crazy? Los, Gummi. Wow, wie er umdreht. Wie ein ekelhaftes Rad, ey. Wow, 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 was ist das für eine Attacke? Das ist ein super Schraubenwirbler. Die DX-Version. Oh, ich hab einen Sieg. Gib mir ein Rad. Bums. Yay. Und Sonnenstein. Perfekt. Plump. Ich bin auf die letzte Welt gespannt. Wird wahrscheinlich so ein düsteres Szenario haben. Mal schauen. Gut, kriegen vielleicht noch ein Bonus-Game raus. Also, ne? Ja, sollten wir. Sollten wir. So, ich trinke erstmal ein bisschen Eis, weil ich brauche was zu trinken hier. Der Eis, der schmeckt komisch. Meine Analyse. So, Maxi Tomate und Glücksbringer, perfekt. Hat mir den Spielkirby, der ist neu. Den Hau nun, Kirby, das ist auch neu. Ne, das ist nicht neu. Und... Ah! Okay. Damit wurde jetzt gerade meine These zerschlagen, dass es keine magische Garn Glücksbringer gibt. Vielleicht ist das auch der einzige, weil... wie viele vielleicht wissen, Grimgarn, das Kirby's magische Garn wurde ja nicht von Hell Laboratory gemacht, sondern von Goodfeel. Und König Dedede! Was dann? Ein Dreamland. Oder Schatten mit der Runde Dreamland. So Traumland. So, hätten wir alles. Fehlt nur noch. Levels. Lego. So, schauen wir mal. Was kann die Nulpe denn? Sie kann schon mal einen epischen Aufstieg haben. Und einen Wadley Helfer. Mit einer Suda. Ich nehme mal Kämpfer. Und ich weiß, ich glaube, ich habe DDD im ersten Part DDD genannt. Ja, das ist so ein Pokémon. Nee. Naja. Egal. Wir passieren jeden Mal. So. Was kommt jetzt für ein Boss? Drache. Ein Feuermonster. Schildkröte. Ein kleines Wieselchen. Oder ein Vulkan. Ich war's nicht! Verdammt! Pyrosch. Ein Frosch! Okay. Mir wurde gesagt, dass dieser Boss ziemlich arschig sein kann. Oh! Oh, okay, ich verstehe schon warum. Oh je. Vielleicht Bombe mitnehmen sollen, ich will einen Fernkampf haben. Wow! Wow, der leckt mich. Kann man in den Vordergrund kommen? Ja, Kämpfer sind die beste Fähigkeit, weil ich bin nicht so in den Nahkampf, ne? Wow. Detoniert der? Ja, der detoniert. Ja, super,
Ja, bitte. Nee. Bombe ist hier besser. Ich will nicht so nah an den dran, weil, sobald ich an den dran bin, tut der weh. So, komm, war schneller. Das Gute ist, der Bombe, der gibt mir hier wieder was. Nee. Kann sich auch gratis hochheilen. So. Habe hier Bomben-Spam hier. Voll ins Gesicht spam. So. Ich find's voll gemein, wie dieser Kerl da einfach mal uns beschuldigt, dass wir den geweckt haben mit dem Stein. Das ist voll nicht nett. Kann ich skippen? Jetzt kann ich nicht skippen. Egal, ich nehme diese knuffige Animation nochmal. Bonk. Ich weiß nicht. Du Frosch. So. Es geht schon ein bisschen. Was? Warum ist das die Bombe? Sneaky. Ja. Kann man auf dem Hintergrund rum zu dürfen? Ich mag das nicht. Okay, das hilft schon mal nicht, eine Bombe noch umzulegen. Alter, was hat denn der für Moves drauf? Holy shit. Ich will gar nicht wissen, wie seine zweite Form jetzt abgeht. Das war, was gemeint wurde mit der Boss ist ein Arsch. Das ist nicht mehr feierlich hier. Ah, nein, meine Bombenfähigkeit, lass mich das mit meiner Bombenfähigkeit, du Arsch! Drecksfrosch! Gott! Komm auf dein Leben, Klei! Das war jetzt ein super mega mega Wumper Sprung, duper duper, ich bin ein Frosch. So. Okay. Ich ball einfach drauf. Oh Gott, hi. Was macht er jetzt? Okay. Hier im Gesicht da. Cool. Ach, so, okay, die gehen ja mit dem ganzen Screen an. Geil. Ja, ich find's grad fair, wenn ich da ausweichen kann. Das ist so fair, ne? Ja, Alter, der ist 2 Millisekunden nach vorne. Wie soll ich denn da abballern? Alter, wow. Betreibt man nicht mit deinen Bomben hier. Ich mal echte Bomben. Oh, Flammenwurf hier. Hör auf, Glurak. Ich fliege auch mal hier rum. Wow, wow. Ich sehe nichts. Oh. Das ist nicht gut, wenn ich nichts sehen kann. Oh, Elektro. Alter, Alter, natürlich trifft er mich mit seiner dreckigen, ekelhaften Zunge. Und macht doch gar keinen Schaden damit oder so. Nee, nee, Alter. Ah, das ist so unfair. Was ist das für ein Boss? Hey, geil, ich brauche 2 Stunden, um besiegt zu werden, weil ich nur 2 Sekunden für ihn erreichbar bin. Aha, es ist sicher ein Spaß. Danke, Nintendo und Hello Club für diesen Drecksboss. Ja, das ist... Wow. Geil. Spaß, 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 den ich hier gerade habe. Ich kann ihn zweimal angreifen, ist er weg? Wow. Ganz im Ernst. Fucking Vulkanfrosch. Ja, natürlich wurde ich getroffen. Lass mich durch, ich bin Arzt. Natürlich pisst er jetzt erstmal sein Dings da raus. Alter, geil. Gib mir die Bombenfähigkeit. Ich war mal länger auf dem vorderen Screen. Oh, jetzt macht wieder ein Mega-Rampler, den man nicht ausweichen kann, weil man nicht weiß, wo er hinspringt. Man kann das auch übertreiben, Junge.
Rexfrosch. Alter. Was meinst du, dieser Boss ist so ein Arsch. Ja, wir getroffen, jetzt kann ich ihn nicht angreifen, weil wahrscheinlich... Danke. Stirb. Rip. Rip in Pisse. Los. Stirb. Ich hab dir nichts getan, du greifst mich einfach an, ne? Oh, Alter, was ist denn auf dem Boss? Oh, noch erst eine fünfte, aber will ich gar nicht wissen, wie der Endboss erst sein wird. Ne, jetzt mal tanzen. Sag ich mal. Muss man mir sagen. Oh, sorry fürs Aufregen, aber ganz im Ernst, der Boss ist echt asozial. Holy. So. Und wir kommen wieder ein Stück höher in die Ranke. Auf der Ranke. Gott, jetzt die letzte Welt zu sehen. Aber gesagt, es wird ein bisschen düsterer. Wobei, da hinten ist nämlich noch mehr, oder? Da hinten war noch mehr. Da im Hintergrund. Ich glaube, das ist entweder der Endboss oder... Ne? Nächtliche Noblesse. Die gibt nur 12? Warte. Okay. Welt 2 und 4 gibt es nur einen Sonnenstein. Welt 5, 4 und Welt 1 und 3 gibt es hier 3. Huh. Okay, dann würde ich sagen, das war's von Kirby Triple Deluxe von heute. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio!